Hallo Yogi-Freunde und willkommen zu keinem neuen Spotlight. Das ist der gute Robert. Das ist der gute Dirk. Ja, und wir bringen ein bisschen frischen Wind in das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel. Wir dürfen euch heute das Wanderbrise-Thema aus Burst of Destiny vorstellen. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Bei dem Wanderbrise-Thema haben wir ein neues geflügeltes Ungeheuer-Themendeck, was wir jetzt mit insgesamt 10 neuen Karten direkt im Burst of Destiny quasi begrüßen dürfen. Und Kernstrategie von dem ganzen Thema ist halt der Fokus auf die Normalbeschwörung. Ja. Denn die ganzen Karten, dazu kommen wir noch ein bisschen mehr ins Detail, haben alle gemeinsame Effekte, dass sie halt grundsätzlich halt nur mit Normalbeschwörung halt arbeiten wollen, auch nur Normalbeschwörung halt quasi zulassen. Von daher ist es halt ein sehr, sehr spezielles Themenblick, was sich so von der breiten Masse wirklich abhebt. Oh ja. Einfach, weil es halt wirklich komplett auf Spezialbeschwörung verzichtet. Also von daher mal was komplett Neues mal in dem Deck-Umfeld, sag ich mal, was wir so bekommen haben. Auf jeden Fall sehr spannend, das Deck-Thema, ja. Genau, wir waren noch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir fangen einfach mal direkt mit den Karten an und stellen sie mal nach und nach im Einzelnen vor, wo so ihre Stärken und Schwächen sind und wie man mit den ganzen Karten auch ganz gut spielen kann. Genau, ich fange direkt einmal mit Wanderbrise und Rotkehler. Mhm. Erstmal haben die kleinen Wanderbrise-Monster, ich glaube, die sind alle Stufe 1. Ja, die sind alle Stufe 1. Mhm. Die haben alle mehr oder weniger einige Effekte dieselben. Und zwar immer, wenn sie verbannt werden, dann... Die werden halt alle komplett verbannt, solange sie halt offen das Spielfeld verlassen. Das ist ganz die erste genau. wesentliche Eigenschaft. Aber das ist dann gar nicht mal so tragisch. Genau, wenn sie verbannt werden, fügen sie immer ein geflügeltes Ungeheuer hinzu. Wenn ein normal geflügeltes Ungeheuer normal beschworen wird, fügen sie sich selber hinzu, wenn sie verbannt sind. Genau. Sie selber auf die Hand zurück. Genau. Und man darf dann aber in dem Spielzug, in dem man einen der Effekte von diesem Monster benutzt, keine Spezialbeschwörung mehr machen. Genau. Und alle Effekte sind halt hard once per turn, also man darf die von ihrem Namen der Karte nur einmal benutzen. Genau, damit habt ihr schon mal so den groben ersten Einblick halt gewonnen, wie das ganze Deck halt funktioniert. Ihr müsst halt grundsätzlich auf eure Spezialbeschwörung halt verzichten, wenn ihr die Effekte der ganzen Wanderbrise-Karten halt benutzen wollt. Das ist halt schon eine sehr, sehr harte Einschränkung, aber das ist gar nicht mal so tragisch, denn das machen die ganzen Wanderbrise-Karten mit ihren einzelnen Individualeffekten wieder wett. Genau, denn das Wanderbrise und Rotkehler hat als besonderen einzigartigen Effekt, würde ich schon fast sagen, wenn sie normal beschworen sind, sucht sie ein geflügeltes Ungeheuer der Stufe 4 oder niedriger vom Deck und danach darf man ein geflügeltes Ungeheuer als Normalbeschwörung beschwören. Genau. Als zusätzliche Normalbeschwörung. Genau, das ist halt auch eine ganz wichtige Eigenschaft, denn wenn die ganzen Wanderbrise-Karten sagen, führe eine Normalbeschwörung von einem Monster halt durch, dann ist das alles eine zusätzliche Normalbeschwörung, die ihr über eure normale, reguläre Normalbeschwörung halt bekommt. Also von daher könnt ihr da quasi diese Einbeschwörungsbeschränkung, sag ich mal, oder eine Normalbeschwörungsbeschränkung halt umgehen, indem ihr einfach die Effekte der Wanderbrise-Karten halt benutzt. Ganz genau. Ja, damit macht sich die Rotkehler als super Starter-Monster, denn sie ist eigentlich eine gute Schlüssel- und Starterkarte, einfach um dann weiter Monster auf das Spielfeld zu bringen, die dann wiederum halt wieder ihre Effekte aktivieren können. Dazu kommen wir gleich bei den anderen Wanderbrise-Karten. Genau. Und bereitet dann auch so eine größere Tributbeschwörung halt vor. Und auf die wollen wir auch letzten Endes halt hinaus. Aber da du sagst Stufe 4 oder niedriger und wir nur Stufe 1 und Stufe 10 Monster bis jetzt haben, ist natürlich der Fokus, dass vielleicht noch ein paar zu Wort kommen und das ist natürlich da. Ja, genau. Also ein bisschen Luft haben wir auf jeden Fall noch. Noch Support dafür kommen. Genau, also von daher haben wir hier mit der Rotkehler erstmal eine gute Basis und ergänzt wird das Ganze durch die zweite Karte, nämlich von Wanderbrise und Adlen. Er ist quasi das andere Gegenstück, denn wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, dürfen wir sein geflügeltes Ungeheuermonster der Stufe 7 oder höher von unserem Deck hinzufügen. Und anschließend dürfen wir ein geflügeltes Ungeheuer als Normalbeschwörung beschwören. Mhm. Das heißt, wir haben ja das Gegenstück zu unserer Rotkehler, die ein Monster der Stufe 4 oder niedriger halt sucht und unser Adlen, der sucht uns die ganzen großen Monster. Wichtig hierbei ist, es müssen keine Wanderbrise-Monster sein, sondern es können halt allgemein geflügelte Ungeheuer sein. Und da gibt es mit Sicherheit noch ein oder andere Karten, die halt zwar auch geflügelte Ungeheuer sind, aber mit dem Wanderbrise-Thema so erstmal nicht viel zu tun haben und trotzdem ganz gut und gerne halt als Tributbeschwörung beschworen werden wollen. Genau. Ich denke da ganz gerne an Reiser, den Megamonarch zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau, also von daher haben wir da schon mal zwei gute Monster, die als Ausgangsbasis schon mal sich quasi gegenseitig mehr oder weniger beschwören können, beziehungsweise zwei Monster schon mal quasi vorbereiten aufs Spielfeld bringen dürfen im besten Falle. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Ja klar.
Und als nächstes haben wir dann die Wanderbrise und Strau. Mhm. Und zwar, wenn die normal beschworen wird, dann verbannt sie eine Karte aus dem beliebigen Friedhof und dann darf man einfach ein weiteres geflügeltes Ungeheuer normal beschwören. Mhm. Das ist, ja, das ist in zweifacher Hinsicht eine ganz praktische Geschichte. Zum einen kann man halt natürlich gegnerische Karten vom Friedhof halt wegmopsen, um den Gegner bei seinem Strategieaufbau halt so ein bisschen halt zu stören, weil es gibt durchaus viele Decks, die Karten von ihrem Friedhof halt benutzen oder auch halt recyceln wollen. Wenn ich da an Großsalamander denke, an den Signalux, um halt seinen Schutzeffekt zu benutzen. Mhm. Aber auch andere Kombo-Bestandteile von einigen Decks setzen halt darauf, dass sie halt Monster im Friedhof liegen haben. Und so kann man mit Strauß halt ein bisschen halt dazwischen funken. Genau. Wichtig hierbei ist, das kann man aber auch benutzen, um unsere eigenen Karten halt zu verbannen. Und das ist nicht ganz unerheblich, denn zum einen können wir die Effekte von unseren Monstern halt benutzen, die halt sagen, wenn ein geflügeltes Ungeheuer als Normalbeschwörung beschworen wird, dass wir dieses verbannte Monster auf die Hand zurückholen. Mhm. Aber auch die Zauber und Fallen, wenn die verbannt sind, sind gar nicht mal so schlecht, wenn die verbannt werden, denn wir haben noch ein weiteres Monster, was genau solche Karten auch wieder zurückholen kann. Genau, nämlich haben wir dann Wanderbrise und Tukan. Genau. Wenn der nämlich normal beschworen wird, dann nehmen wir eine verbannte Wanderbrise-Karte, also egal ob Monster, Zauber oder Falle, zurück auf die Hand und dann dürfen wir weiteres geflügeltes Ungeheuer normal beschwören. Ja, und da haben wir das entsprechende Gegenstück halt zu unserem Strau, dass wir halt hier dann auch unsere Zauber und Fallen, die wir uns im Vorfeld halt verbannt haben, wieder zurück auf die Hand nehmen dürfen. Genau. Finde ich halt ziemlich cool. Also man merkt halt schon, dass die Karten insgesamt alle sehr gut ineinander halt greifen. Zumindest schon, was die erste Basis halt bei den kleinen Monstern halt angeht. Genau, ganz genau. Und wenn man jetzt denkt, oh, dann hat man ja aber so viel Normalbeschwörungen durch, wie vielleicht wollen wir ja noch mehr haben. Dann nimmt man einfach die Bossmonster für. Also zumindest den ersten davon. Wanderbrise und Schnäule. Genau, das ist unser erstes unserer zwei Bossmonster. Denn wie ihr vielleicht schon gerade gesehen habt bei den ganzen Wanderbrise-Karten, ist es so, die haben nicht besonders viele Angriffspunkte und kommen dementsprechend nicht wirklich über viele Monster halt drüber. Deswegen nutzen wir jetzt unsere größeren Bossmonster und in dem Fall fangen wir mit der Schnäule mal an. Solange diese Karte nämlich Tributbeschworen auf dem Spielfeld liegt, erlaubt sie uns insgesamt 3 Normalbeschwörungen von beliebigen Monstern, statt nur einer regulären Normalbeschwörung. Das heißt, neben den zusätzlichen Beschwörungen, die wir schon durch unsere anderen Wanderbrise-Monster bekommen haben, dürfen wir dank dem Effekt unserer Schnäule sogar noch 2 weitere Normalbeschwörungen von beliebigen Monstern halt durchführen. Ja, nicht mal Wanderbrise oder geflügelte Ungeheuer, sondern einfach alle. Alles. Also von daher ist da schon mal eine ganz gute Basis gesetzt halt für viele andere Tributbeschwörungen oder auch andere weitere Normalbeschwörungen. Also wenn man da noch ein paar andere Themen einfach gut mit reinnimmt, die auch von Normalbeschwörungen profitieren können, ist das gar nicht mal so eine schlechte Geschichte. Barrierenstatuen zum Beispiel. Weil wir mal selber machen ja keine Spezialbeschwörung. Schön. Ja, also da merkt ihr schon, haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Effekt als Ausgangslage. Aber unsere Schnäule hat noch ein bisschen mehr drauf, denn per se macht diese Karte erstmal durchschlagenden Kampf beschaden, solange sie als Tributbeschwörung beschworen auf dem Spielfeld halt nicht nur gegen ein Monster kämpft, was auch schon mal recht gut ist. Und mit 2900 Angriffspunkten, da kann man schon mal über eine ganze Menge Monster halt drüber rennen. Auf jeden Fall. Aber es geht noch weiter, denn unsere Schnäule hat noch einen Schnelleffekt. Wir dürfen nämlich eine unserer Handkarten verbannen und dann alle spezialbeschworenen Monster unseres Gegners in die verdeckte Verteidigungsposition halt ändern. Das ist in zweifacher Hinsicht eine ganz coole Geschichte. Zum einen können wir da von unserem durchschlagenden Kampfschadeneffekt von unserer Schnäule selber halt ein bisschen profitieren. Mhm. Zum anderen können wir auch dann den Gegner so ein bisschen in die Parade halt fahren, denn dadurch, dass es halt ein Schnelleffekt halt ist, können wir auch dann im gegnerischen Zug einfach dann das gegnerische Feld einfach zudecken und können erstmal dafür sorgen, dass er beispielsweise keine linken Monster mehr beschwören kann. Zumindest nicht mit den Monstern, die er gerade auf dem Spielfeld liegen hat. Genau, die bleiben dann wohl erstmal da liegen. Genau. Sie können zwar durch andere Effekte so im gleichen Spielzug wieder aufgedeckt werden und in den folgenden Zügen, sofern sie nicht im gleichen Zug beschworen worden sind, auch wieder aufgedeckt werden, aber so per se kann man dem Gegner erstmal damit ordentlich in die Parade fahren. Genau, zumal, falls er die dann halt durch keine Effekte wieder aufdecken kann, können wir dann halt immer noch drüber herrennen mit der Schnäule. Genau, oder mit unserem zweiten großen Bossmonster. Genau, Wanderbrise und Kaisen. Mhm. Das ist ein schöner großer Kaiserpinguin. Ich mag dieses Atom voll. Wenn er nämlich Tributbeschwören auf dem Feld liegt, dann dürfen wir eine Wanderbrise, Zauber oder Falle suchen und können danach ein beliebiges Monster normal beschwören. Ja, also weitere Normalbeschwörungen und zwar von allen Monstern. Mhm. Das ist halt schon richtig gut. Auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist super. Und das ist die Spitze des Eisbergs in dem Fall. Genau. Und wenn er nämlich Tributbeschworen auf dem Feld liegt, dann verhindert er die Aktivierung von Effekten von spezialbeschworenen Monstern in Angriffspositionen. Genau. Wichtig hierbei, nur von Monstern, die sich auch in Angriffspositionen befinden, wenn dieser Effekt halt aufgelöst wird von den jeweiligen Monstern. Das ist schon mal sehr böse gegen Linkmonster, weil die per se ja nur in Angriffspositionen halt liegen können. Aber wenn der Gegner es dann schafft, andere Monster in Verteidigungspositionen spezial zu beschwören, kann er diese Effekte trotzdem weiterhin normal auflösen. Also von daher, so ganz nimmt man
dem Gegner halt nicht aus dem Spiel halt raus, was das halt angeht, aber man macht es ihm schon eine ganze Spur halt schwerer, weil er seine Monster erst in Verteidigungsposition beschwören muss, um seine Effekte nutzen zu dürfen. Ganz genau. Außerdem hat er noch einen tollen Schnelleffekt, nämlich wenn er im Damage-Step kämpft, dann darf man eine Karte abwerfen und dann die gegnerischen ATK und Def von dem Monster halbieren. Genau, aber man wirft die Karte nicht ab, sondern man verbannt die Karte. Stimmt, man verbannt sie. Genau, ja. Was wieder von Vorteil ist, wenn man halt eines unserer kleineren Wanderbrise-Monster halt verbannt, kann man dann nach einer Normalbeschwörung eines anderen Monsters, eines geflügelten Ungeheuers, sich diese Monster wieder auf die Hand zurückholen. Mhm. Also von daher wirklich alles ein rundum sorglos Paket und alleine die Monster wären ja schon nicht ganz zu vernachlässigen, aber wir haben noch ein paar andere coole Sachen, nämlich in Form von Zauber- und Fallenkarten. Oh ja. Und die erste von den beiden Zauberkarten, die wir hier haben, ist die Wanderbrise und die großartige Karte. Eine Spielfeldzauberkarte für das Wanderbrise-Thema, die es uns während der Main-Phase erlaubt, erstmal ein Wanderbrise-Monster der Stufe 1 vorzuzeigen und dann eine Wanderbrise-Karte aus unserem Deck zu verbannen. Und dann können wir das Monster, das wir vorgezeigt haben, beziehungsweise wir müssen das Monster sogar als Normalbeschwörung beschwören. Mhm. Das heißt, wir können erstmal per se schon mal unsere ursprüngliche oder eigentliche Normalbeschwörung halt uns aufsparen durch die Spielfeldzauberkarte und kriegen damit schon mal die erste gratis Normalbeschwörung halt als Zusatz obendrauf und können uns schon mal gezielt ein bisschen Setup schaffen, indem wir unsere passenden Wanderbrise, Zauberfall oder Monsterkarte aus unserem Deck verbannen, um sie später dann beispielsweise durch unseren Tukan wieder zu recyceln oder halt, sobald wir unser Monster beschworen haben, sofort das Monster auf die Hand zurückzubekommen. Mhm. Also von daher, die Karte ist wirklich eine super Ausgangsbasis, um wirklich unser Spiel halt voranzubringen. Aber die Karte kann noch ein bisschen mehr, denn wenn der Gegner ein Monster als Normalbeschwörung beschwört, dann dürfen wir ein Wanderbrise-Monster als Normalbeschwörung aus unserer Hand beschwören. Ja, noch mehr Support, noch mehr Monster auf dem Feld. Genau, also ihr merkt schon, wir wollen wirklich viele, viele Monster als Normalbeschwörung beschwören. Ja, immer. Meinem Spielzug, in deinem Spielzug, in unserem Spielzug. Genau. Ja, wichtig hierbei ist, beide dieser Effekte sind halt Hard Ones per Turn. Das heißt, wir dürfen halt pro Spielzug nur einmal diesen Effekt oder einmal diese beiden Effekte halt benutzen, egal wie viele Kopien wir von dieser Karte auf unserer Hand potenziell haben und auch in einem Spielzug aktivieren. Das spielt keine Rolle, wir dürfen sie wirklich nur einmal benutzen. Ja, ich meine, wir machen da mal zweimal und dann wird da dann alles schon sehr, sehr böse. Das ist auch schon so böse genug, von daher bin ich schon froh, dass diese Einschränkung wirklich mit vorhanden ist. Genau, und dann haben wir noch eine weitere tolle Zauberkarte, nämlich Wanderbrise und die unbekannten Winde. Oh ja, und damit können wir ein Monster als Tributbeschwörung beschwören, das normalerweise zwei Tribute braucht, indem wir einfach ein eigenes Monster und eine beliebige Karte des Gegners auf den Friedhof legen. Und das wird dann als Tributbeschwörung behandelt. Genau. Wichtig hierbei sind erstmal zwei Aspekte bei der ganzen Geschichte. Wir können halt eine beliebige Karte des Gegners auf den Friedhof legen. Das sind also nicht nur Monster, die wir da wegparken dürfen, sondern auch potenziell störende Zauber- oder Fallenkarten, die uns halt blockieren können, genau, die wir damit entsorgen dürfen. Der zweite wichtige Aspekt bei der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass die Karten halt nicht als Ziel gewählt werden, die wir dafür weglegen, können wir damit auch solche Karten halt loswerden. Also Monster, die halt nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden dürfen, können wir damit auch sehr gut entsorgen. Genau, und sie bietet ja noch nicht als Tribut an, sondern legt nur auf den Friedhof. Mhm. Also würden sich dann andere Effekte, die halt als Tribut angeboten werden müssen, auch nicht aktivieren. Die werden tatsächlich aktiviert, denn die Karten, die halt weggelegt werden, werden im Rahmen eines Effektes halt weggelegt. Also wenn wir beispielsweise ein Schattenpuppenmonster des Gegners halt weglegen, sich die Effekte des Schattenpuppenmonsters halt aktivieren. Aber falls da drauf steht, dass dieses Monster als Tribut angeboten wird, diese Effekte aktivieren sich dann nämlich nicht. Das aktiviert sich tatsächlich. Obwohl zur Tributbeschwörung, das finde ich cool. Richtig. Und eine Sache sollten wir vielleicht noch ergänzen. Die Karten, die halt weggelegt werden, werden im Rahmen eines Zaubereffektes weggelegt. Das heißt, Monster, die gänzlich unberührt von Karteneffekten oder auch nur von Zaubereffekten sind, können mit unserer Wanderbrise und unbekannten Winde halt nicht weggelegt werden. Genau. Das ist halt ein wichtiger Aspekt, den müsst ihr halt berücksichtigen. Also von daher trotzdem eine sehr mächtige Karte, die halt viele, viele Problemkarten des Gegners halt entsorgen kann, indem wir ein Monster als Tribut, also Tributbeschwörung beschwören, sofern das halt auch zwei Monster als Material hat benötigt. Genau, aber die Karte ist noch nicht mal zu Ende. Genau, denn sie hat noch einen weiteren Effekt. Genau, während unserer Main Phase können wir bis zu zwei geflügelte Monster vorzeigen, unter das Deck legen und dann dieselbe Anzahl Karten wieder zu ziehen. Genau, das ist nochmal dazu da, um unsere Hand nochmal so ein bisschen zu entbricken, also ein paar tote Handkarten dann quasi loszuwerden, um mal neue frische Karten dann nachziehen zu dürfen. Ist schon echt extrem gut ausbalanciert will ich jetzt nicht sagen, also die Effekte greifen wirklich sehr gut zueinander und wir haben wirklich von allen Effekten, die für uns relevant werden könnten, auch wirklich irgendwo was gut vertreten. Also von daher ist das schon eine ganze Menge, was wir hier halt bekommen. Und das ist noch nicht mal alles. Genau, das wird noch besser. Da kommen noch zwei Fallenkarten. Genau, zwei Fallenkarten haben wir auch noch. Und die erste neue Fallenkarte, die wir bekommen, nennt sich Wanderbrise und die träumende Stadt.
Mit ihr dürfen wir während der Main-Phase ein geflügeltes Ungeheuer der Stufe 4 oder niedriger als Normalbeschwörung beschwören. Das heißt, wir haben hier nochmal eine zweite Option, um im gegnerischen Spielzug natürlich im besten Falle eines unserer Wanderbrise-Monster als Normalbeschwörung zu beschwören. Mhm. Oder auch wahlweise eine Barrierenstatue der Winde zum Beispiel. Zum Beispiel. Also da gibt es halt genug Optionen von geflügelten Ungeheuern bis Stufe 4. Ja. Aber die Karte hat noch einen weiteren Effekt, nämlich wenn sie sich im Friedhof befindet und der Gegner ein Monster der Stufe 7 oder höher als Normalbeschwörung beschworen wird, dann verbannt sich unsere Wanderbrise und der träumenden Stadt als als Kosten vom Friedhof und ändert alle gegnerischen Monster auf dem Spielfeld in die verdeckte Verteidigungsposition. Außer natürlich halt Linkmonster, die sind von solchen Effekten halt eher unberührt, weil die können halt nur in offener Angriffsposition existieren. Genau, und Tokens kann man auch nicht verdecken, also die werden auch noch rausgenommen, aber ja. Genau, das sind also die wenigen Ausnahmen, aber grundsätzlich hat hier noch eine zweite Möglichkeit, quasi den Verdeckungseffekt von unserer Schnäule nochmal quasi zu kopieren. Genau. Und dann halt im gegnerischen Spielzug normal beschwören und dann einfach Stufe 7 oder höher normal beschwören, Tribut beschwören von mir aus. Genau. Und einfach mal ja, alles verdeckt. Richtig. Also von daher noch eine gute Unterbrechungskarte und auch eine weitere Option, um im gegnerischen Spielzug halt normal beschwören zu können. Ja, und dann kommen wir noch zu der, glaube ich, besseren Fallenkarte. Auf jeden Fall ist eine Konterfallenkarte. Mhm. Nämlich Wanderbrise und das schreckliche Meer. Also die Karte sieht auch schon sehr böse aus. Ja. Und macht auch böse Dinge. Genau, nämlich falls wir ein tributbeschworenes Monster kontrollieren und keine spezialbeschworenen Monster, dann dürfen wir ein Monster vom Gegner zurück auf die Hand geben. Wir dürfen die Spezialbeschwörung eines gegnerischen Monsters verhindern und das Monster auf die Hand zurückschicken. Genau. Aber das ist noch nicht alles. Genau, denn der Gegner darf für den Rest des Spielzugs keine Spezialbeschwörung mehr machen, darf dafür aber dann trotzdem drei Normalbeschwörungen machen. Mhm. Hört sich erstmal nach einem etwas weniger guten Kompromiss an, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, viele der etwas stärkeren Themendecks, die heutzutage gespielt werden, setzen halt mehr auf die Spezialbeschwörung und brauchen auch ihre Spezialbeschwörung, um ihre Kombination halt durchspielen zu können. Genau. Das heißt, wenn wir dem Gegner wirklich alle Spezialbeschwörungen für einen gesamten Zug halt wegnehmen, ihm dafür aber drei Normalbeschwörungen halt gewähren, sag ich mal, ist das noch ein fairer Kompromiss, weil er mit den Normalbeschwörungen im besten Falle nicht wirklich viel anfangen kann, außer sich die Monster auf das Spielfeld zu setzen, um sich so ein bisschen zu schützen. Genau. Was aber wieder von uns von Vorteil ist, wenn wir dann mit unseren größeren beiden Bossmonstern halt dann um die Ecke kommen. Genau. Für viele Decks haben nämlich auch einfach kein großes Bossmonster, das die Tribut beschwören können. Richtig. Weil die dann eher auf Extra-Deck gehen und dann stehen sie halt da, haben so nur drei Normalbeschwörungen, falls dann überhaupt alle drei davon benutzen können. Genau. Ja, also wirklich ein sehr, sehr interessantes Themendeck mit einer sehr abgefahrenen Strategie, was aber wirklich mal komplett sich von anderen Decks einfach mal abhebt, weil es einfach komplett auf Spezialbeschwörungen halt verzichtet, aber trotzdem wirklich in beiden Spielzügen aktiv eine ganze Menge halt anstellen kann. Viele sehen das Deck auch schon als neues, großes Meta-Deck, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, denn es bringt eine ganze Menge Potenzial und eine ganze Menge Kombinationsmöglichkeiten mit sich und auch viele, viele interessante Optionen, was man noch so als weitere Karten mit integrieren kann. Ganz genau. Außerhalb des eigenen Themas. Von daher haltet auf jeden Fall mal Ausschau nach dem Wanderbrise-Thema, denn es wird auf jeden Fall euch auf den nächsten Events oder auch online, wenn ihr da in irgendwelchen Events halt teilnehmt, mit Sicherheit irgendwann mal über den Weg laufen. Mit Sicherheit. Genau. Große Schwäche von dem ganzen Thema ist wahrscheinlich das Thema Handfallen, denn wenn man es schafft, die richtigen Karten halt zu unterbinden und man dann entsprechend keine Kombo-Bestandteile für seine weiteren Normalbeschwörungen in der Hand hält als Wanderbrise-Spieler, dann kann man das Deck auch relativ schnell wieder aus dem Spiel halt rausnehmen. Also von daher, wird nicht übermächtig ausfallen, das kann man schon mal ganz klar sagen, aber es wird auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial mit sich bringen und auch eine ganze Menge Decks auch wohl auseinander pflücken können. Und oben, und sehr weit oben mitspielen, auf jeden Fall. Ja. Das besser von unserer Seite. Ja. Wir haben eine ganze Menge jetzt zu dem Wanderbrise-Thema mal erzählt und jetzt würden wir mal ganz gerne ein bisschen was von eurer Seite lesen wollen. Denn genau. Was haltet ihr von dem neue Wanderbrise-Themendeck? Schreibt mal ein paar nette kleine Kommentare unter das Video, was ihr zu dem neuen Thema sagt. Genau, schreibt auch einfach in die Kommentare, mit was für Karten man dieses Deck denn einfach so auffrischen könnte, womit man das kombinieren kann. Und dann haben wir auf jeden Fall ein paar Ideen, die wir dann einbauen können. Richtig, genau. Und falls euch unsere Vorstellung gefallen hat, lasst doch gerne nochmal ein Like auf das Video da. Und falls ihr noch unsere anderen Videos nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal. Dann habt ihr eine kleine Info. Glocke aktivieren nicht vergessen, ist ganz wichtig. Dann kriegt ihr einfach alle Videos von uns. Genau. Und dann, bedanken wir uns jetzt fürs Zuschauen. Ganz genau. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu unseren nächsten Videos dann wieder. Tschüss. Macht's gut.